Hallo meine Freunde, folgendes. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt hier mal ein Video dazu, wie man jetzt genau die Sprache umstellt. Nicht irritieren lassen von dem Hintergrund hier. Zu Re-Legend, wie man das Spiel jetzt wirklich umstellt auf Deutsch und so weiter, weil ich im Internet nicht wirklich viel gefunden habe. Deswegen dachte ich mir, komm, ich mache mal das selbst ein Video dazu. Also dazu gehen wir hier auf den Link, den ich jetzt dann, der dann auch in der Beschreibung drin steht. Gehen hier drauf. Ich habe mich da ein paar Mal belesen gehabt und dann müssen wir Folgendes tun. Hier steht, wir müssen auf die Einstellungen von dem Spiel gehen. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert und dann brauchen wir diesen Code. Ich habe den Code schon drin, aber ihr könnt hier einfach hingehen und dann hier rechtsklick und dann kopieren. Dann müssen wir hier auf das Spiel gehen, gehen hier drauf auf Eigenschaften, dann hier auf Betas und hier fügt ihr den Code ein, macht Code überprüfen, dann wird das hier automatisch ausgewählt und dann kommt automatisch ein Patch, wo dann wieder Festplattenspeicher reserviert wird und so weiter und das lädt dann, ich glaube, 700 oder 800 Megabyte runter. So, dann zeige ich euch mal, wie das dann aussieht, weil normalerweise sieht das im Spiel wiederum anders aus, wenn man es das erste Mal startet, weil ich war irritiert und habe mich gefragt, warum das denn jetzt nicht funktioniert mit der Sprache umstellen, weil ich es doch lese, dass da deutsche Sprache steht. So, folgendes hier. Das, ich habe es jetzt natürlich schon auf Deutsch, weil ich auch ein Let's Play dazu gemacht habe. Also, hier bei Optionen habt ihr automatisch Englisch ausgewählt. Sobald aber allerdings dieser Patch da mit diesem Code drin ist, dann könnt ihr hier die deutsche Version auswählen und voilà, das ganze Spiel ist auf Deutsch. Ja, das war's schon von meinem Guide-Video oder Let's Play. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, Daumen nach unten. Dürft mich gerne abonnieren, es ist kostenlos. In dieser Hinsicht, bis zum nächsten Mal. See ya!